herzlich willkommen zu Twin TV, der glorreichen dritten Ausgabe. Ja, wir haben es mittlerweile geschafft, die dritte abzudrehen. Und heute erwartet euch wirklich volles Entertainment. Also ihr könnt euch darauf freuen, lehnt euch zurück, macht mir die Tür zu. Also wir haben heute viel mit euch vor, wie schon gesagt. Zum einen habe ich mal bei einem Altenheim angerufen, um sie einfach mal dazu fragen, ob sie interessiert wären in einer Kooperation mit dem Internetfernsehen. Ja, wir bräuchten da so ein paar ältere Damen und Herren, um sie in unsere Show einzuspannen, nach dem Motto. Zum anderen stellt Dennis seine persönlichen Top 5 auf, nach dem Motto, was er an Facebook alles nicht mag. Ja, also ist nicht Schülerverhältnis sinnlos? Nee. Wir machen nämlich gar nicht sowas. Wir machen nämlich die 5 Sachen, die an Facebook blöd sind. Also nicht, dass wir so nachmachen, ne? Nicht, dass das heißt, in den Kommentaren will ich nicht sehen. Macht euch gefasst auf eine Menge Entertainment, wie schon am Anfang des Öfteren erwähnt. Ja, und der letzte Punkt, den wir heute durchgehen, sind ein paar Empfehlungen. Ich habe ein paar Channel-Empfehlungen. Und wird interessant, was für Channels denn alles momentan so cool sind auf YouTube. Wollen wir anrufen, ne? Guten Tag, Benedikt Wolthausen von Twin TV, mein Name. Und zwar wollte ich mich bei Ihnen mal erkundigen, ob Sie vielleicht ein Interesse hätten an einer Kooperation mit dem Fernsehen. Haben Sie nicht? Nein. Das wäre natürlich für Sie auch vom Geld her was rausspringen. Ist natürlich jetzt, dass wir natürlich jetzt nicht sagen, wir wollen was für Sie von Ihnen umsonst, sondern wir werden natürlich auch dementsprechend bezahlt. Ich kann es gerne hier nochmal ansprechen und entsprechend vielleicht auch, wenn Sie mir eine Mail schicken, das gerne weiterleiten, aber im Großen und Ganzen. Ich kann Ihnen ja schon mal vielleicht mal kurz sagen, was wir vielleicht machen würden. Also wir würden vielleicht die alten Damen und Herren bei Ihnen einspannen in unsere Sendung. Wir haben in Düsseldorf ein großes Studio mit auch über 200 Gästen. Ja. Und dass wir dann vielleicht ältere Herren einladen zu uns. Und ein Spiel wird zum Beispiel heißt Pudding und Sahne. Und dass wir dann vielleicht, wir sind so eine Sketchshow, und dass wir vielleicht eine ältere Dame auf der Bühne haben und aus dem Publikum dann vielleicht 10 Leute rausnehmen und die bewerfen dann die älteren Damen und Herren mit Pudding und Sahne. Das ist halt der Witz daran. Nee, an sowas haben wir dann schon mal gar kein Interesse. Gar nicht? Nee, gar nicht. Okay. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Tja. Mein Name ist Song 2, neben mir ist Jano. Links neben mir ist Skiller. Mein Name ist Song 2. Supportet Twin TV, Alter. Twin TV sind die coolsten von allen. Scheiße auf alles, was es vorher gab. Twin TV sind die Kings, Junge. Und das wird einfach super mega klasse. Hey. Facebook ist ja so eine ähnliche Plattform wie StoryZ. Und nach Getwittere überall gelandet auf Facebook, sind wir geradeaus. Und ich habe mir gefragt, es wurde mal ein Video bei YouTube online gestellt, das sehr, sehr erfolgreich war mit StoryZ, wäre unnötig, ja. Jetzt sage ich mal ein paar Dinge zu Facebook. Was mich an Facebook nervt. Was mich an Facebook nervt. Die Top 5. Was mich an Facebook nervt. Diese ganzen Weiber bei Facebook. Ja, generell nerv ich Weiber nicht. Nein. Viele Grüße an meine Freundin. Das hat nicht nur was mit Facebook zu tun, sondern es sind immer die ganzen Mädels, die bei S16 sind. Aber natürlich bei StudiVZ angemeldet. Genau. Natürlich ist man da 5 Jahre älter, ist ja klar. Die aber dann bei Facebook einen Shot schreiben. Ja, das hatten wir schon in diesem Buschfunk bei StudiVZ. Aber jetzt bei Facebook. Da hängt ja auch eine eigene Pinnwand dran. Wenn du die als Freundin hast. Und dann passt das irgendwie dann bei dir drauf. Yeah, heute Party, Alter, yeah. Das will keiner lesen. Das will echt keiner lesen. Das wurde vielleicht schon mal bei StoryZ erwähnt, aber das ist jetzt noch schlimmer, weil es auch an meiner Pinnwand klebt. Und das will ich nicht. Ich möchte das nicht, dass der Scheiß bei mir auf der Pinnwand steht, was irgendeine 16-Jährige irgendwas macht dieses Wochenende oder gemacht hat und mit wem. Was ich an Facebook absolut hasse,
hasse, richtig hasse, sind Leute, vorwiegend weiblich, die diese komischen Glückskekse oder sonst irgendwas kommentieren. Da kennt ihr immer, mal kommt so was drauf gespammt. Deine Top 5 Lover sind heute. Die Zauberkugel sagt dir, heute wird ein guter Tag. So. Das ist Spam, das lösche ich, das entferne ich, das will ich überhaupt gar nicht wissen. Aber manche kommentieren das. Die schreiben dann, aha, ganz sicher nicht oder das könnte passieren oder so ein Scheiß. Man darf das nicht kommentieren, man muss das rauslöschen. Das ist totaler Fuck-Spam, man muss es löschen. Diese komischen Spiele bei Facebook. Diese Scheiß-Spiele. Mein Kopf soll nicht in so einem Kellner-Ding drin sein, wo ich da rumlaufe und irgendwann kellnere, dieses komische Spiel mit der Küche. Ich möchte auf keine Farm. Ich möchte keine scheiß Karotten, Kartoffelsamen oder Erde geschenkt kriegen. Ich mache da nicht mit. Ich will es nicht. Ich will auf keiner Farm sein. Ich will mich um keine Kühe kümmern. Ich will irgendwo kellnern. Ich will kein Aquarium putzen. Ich will das alles nicht. Ich will Facebook nur, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Ja, es gibt auch diese berüchtigten Leute, die irgendwie schreiben, was sie am Wochenende gemacht haben. Aber alle Details. Alle Details. Jedes Detail. Boah, voll gesoffen, weißer Alter. Boah, Mann, heute war krass im 2001. Aber Mädels, geht weiter geht's, Mädels. Kuss, 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 Herz, Herz, Herz. Ich liebe euch, ihr Opfers. Der Fakt, dass es diesen Profilbildordner gibt bei Facebook, den mag ich überhaupt nicht. Nein, nein, ich möchte, wenn ich mir ein Bild hochlade, dass das nur als Profilbild zu sehen ist und nicht noch in so einem extra Profilbildordner. Denn diese Bilder aus dem Profilbildordner, die sind meist doppelt gemoppelt, denn man hat sie bestimmt auch noch andere Ordner angelegt. Und dann hat man zwei. Wenn ich zum Beispiel ein Partyfoto hochlade als Profilbild und mir noch einen Partyordner mache, wo ich die ganzen Partybilder reinschmeiße, dann habe ich die gleichen Fotos, welche ich aufs Profil mitnehme, in so einem Profilbildordner. Das nervt mich sehr ab. Das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr scheiße.